Hallo ihr Lieben, heute koche ich wieder für euch. Und zwar ein super einfaches Rezept mit Suchtpotenzial. Das Ergebnis von unserer Sucht seht ihr nämlich hier. Erkläre ich nachher. Es geht um Scherennudeln. Ja, und wenn es euch gefällt, dann lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und sagt mir, ja, was ihr vielleicht sonst noch gerne von mir hättet. Aber jetzt geht's zu den Scherennudeln, die aus ganz einfachen Zutaten bestehen. Und zwar habe ich das zum ersten Mal bei Spiegel Online gelesen. Ich war begeistert, dachte, das muss ich testen. Ich habe allerdings nicht weißes Mehl genommen. Das war ein Sparrezept mit weißem Mehl, sondern ich habe 1050er Mehl genommen. Ich denke, das würde auch mit Vollkornmehl funktionieren, dann wahrscheinlich mit etwas mehr Wasser. Aber so Vollkorn, ich wollte es nicht. 1050 finde ich prima. Hat immerhin 2,5-mal so viel Mineralstoffe wie weißes Mehl und hält auch länger vor. Dann kommt Wasser rein, ungefähr halb so viel, also 300 Gramm Mehl, 150, 160 Milliliter Wasser, je nachdem, ein bisschen Kurkuma und Salz. Und das Kurkuma tue ich schon mal gleich ins Wasser, das löst sich dann besser. Und das Kurkuma tue ich eigentlich rein, weil es schöner ausschaut. Hier ist das Salz. Ihr könnt das Ganze mit eurem ganz normalen Handrührgerät mit den Knetarmen machen. Ihr könnt es aber auch mit der Hand kneten, dauert ein bisschen länger. So, ich mache es mal mit der Küchenmaschine, mit der großen, weil es einfach schneller geht. 300 Gramm Mehl, dann kommt die Flüssigkeit dazu. Jetzt wird es ein bisschen stauben und ein bisschen Krach machen. So, Teig ist fertig, ist auch super gelungen. Der muss jetzt ungefähr 15 bis 20 Minuten kühl ruhen, muss nicht Kühlschrank sein. Wenn er es über Nacht tut, ja, würde ich schon Kühlschrank machen, aber sonst reicht eigentlich an einer kühlen Ecke in der Küche. In der Zwischenzeit erkläre ich euch vielleicht mal, was da drin ist. Das ist eine Mischung von Weizenmehl und Kichererbsenmehl. Das ist toll für Veganer, weil es einfach dann sehr viel mehr Eiweiß enthält. Kichererbsen sind ja Hülsenfrüchte, die sehr eiweißreich sind. Ich fand hinterher das Ergebnis ist ein bisschen weicher. Man muss mehr aufpassen mit dem Kochen. Es geht dann sehr schnell. Hier haben wir einfach statt Wasser rote Beetesaft genommen. Da haben wir mit Kürbissoße mal ausprobiert. Sensationell. Ist ein richtiger Hingucker. Und den habe ich gerade mit Brennnesseln gemacht, weil ich dachte, ach, so ein grüner Teig finde ich auch toll. Wir haben auf die Menge haben wir 50 Gramm Brennnessel gepflückt, gewaschen. Einfach püriert. Ich dachte dann, vielleicht brauche ich weniger Wasser. Stimmt aber gar nicht. Ich habe wieder ungefähr 150 Milliliter Wasser genommen, püriert, zugegeben. Und das gibt dann diesen grünen Teig. Und ich denke, vielleicht wird er beim Kochen sogar noch grüner, weil die Brennnesseln habe ich nicht blanchiert. Also ich bin gespannt. Und während der jetzt hier vor sich hin ruht, kann ich ja schon die so ein bisschen vorbereiten und hier das Wasser zum Kochen bringen. Den brauche ich hier nicht mehr. So, vielleicht fange ich mal hiermit an. Die Nudeln heißen nämlich Scherennudeln, weil man sie von der Kugel abschnippelt. Und bei meinen Kochversuchen habe ich schon gemerkt, wenn man sie schneidet, sollte man Platz haben, weil sie sonst gerne aufeinander liegen und dann zusammenpappen. Also jetzt habe ich ungefähr, das ist jetzt keine reine Kugel, aber so ein bisschen so einen Fladen. Hier habe ich meine Schere und jetzt geht's los mit dem Schneiden. Man schneidet also immer so diese Rundung entlang. Kann man auch die Schere zwischendurch im Mehl tauchen, wenn man das Gefühl hat, es pappt. Und siehe da, man kriegt so kleine Nüdelchen, die aussehen wie in endloser Arbeit, schön geformt und dabei sind sie einfach nur geschnippelt. Es macht auch Spaß und geht schnell. Und ich finde, wenn man gerade mal nichts im Haus hat und sagt, ach, ich mache mir ein bisschen Lust auf Nudeln, dann ist man mit so einem Rezept wirklich auf der sicheren Seite. Und es ist wirklich auch super preiswert, weil es kostet das Mehl und das Salz und das Wasser. Die Brennnesseln habe ich gesammelt. Man kann es übrigens auch mit Bärlauch machen. Dann würde ich halt ein bisschen weniger nehmen. Also da kann man jeweils ganz schön viele Ideen entwickeln und Ideen haben. Die ich frisch gemacht habe, mit dem einfachen Teig, einfach Mehl, Wasser, Salz, Kurkuma, werde ich anfangen. Hier kocht das Wasser gleich. Hier sind die fertigen Scherennudeln.
und die werde ich jetzt ganz fix hier versenken. Und ihr seht, es ist wichtig, dass sie nicht aufeinander liegen, denn die kleben dann ganz schön. In dem Fall war es nicht schlimm, aber zum Beispiel hier bin ich sicher, seht ihr, das klebt ganz schön. Also viel Platz und nicht aufeinander schneiden, sondern nebeneinander. Jetzt hole ich mir eine Pfanne, weil die werde ich jetzt gleich einfach in ein bisschen Fett schwenken. Im Übrigen, wir haben jetzt ganz viele Scheren ausprobiert und das war die beste, weil sie eine kleine Schneide hat. Also ich muss nicht so weit spreizen, weil sie nicht gezahnt ist. Also das hier war meine Lieblingsschere und wenn ihr sowas habt, ist eigentlich ein Seitenschneider. Schau mal, diese Haushaltsschere, die hat so Zacken, da bleibt es schnell ein bisschen hängen, da muss man immer schütteln. Und wenn die Schere eine lange Schneide hat, dann muss ich sie relativ weit auseinander nehmen. Jetzt sehe ich schon, hier fängt es an oben zu schwimmen. Jetzt kann ich es noch mal so eine Minute kochen lassen. Aber es geht auch blitzschnell und sieht super aus. Und wir waren wirklich fasziniert und haben dann so viel ausprobiert und nachgemacht, weil es einfach auch so toll schmeckt. Also eigentlich ist das jetzt schon gut, wenn es ein paar Minuten länger kocht oder eine Minute länger. Ist bei den klassischen nicht so schlimm, bei den Kichererbsen-Variante müsst ihr ein bisschen gucken. Die löst sich dann so leicht auf. Und diese Menge reicht ungefähr für 2 bis 3 Portionen, je nachdem, was ihr dazu macht. Wir fanden das toll mit Currygemüse oder mit einer Gemüsecreme. Tomatensauce ist toll dazu, Kürbissoße ist toll dazu. Und ihr könnt die natürlich auch einfrieren. Wir werden das jetzt nicht alles aufessen. Und in Zeiten von Corona ist auch die Großfamilie dezimiert. Scherennudelparty mit Freunden fällt auch aus. Aber für das schnelle Essen mit der Familie ist es einfach toll. Die schwenke ich jetzt kurz in Butter. Dann werde ich sie gleich in eine Porzellanschale füllen. Und jetzt werde ich es mal mit den Kichererbsen-Varianten probieren. Da muss es dann viel schneller gehen. Das hat mich so ein bisschen an die Kichererbsen- oder Linsennudeln erinnert. Die sind ja auch im Nougat. Also das ist hier eben auch ganz schnell. So, gleich kommen die nächsten. Deswegen fülle ich die jetzt mal ab. Schmeckt toll mit Kräuterbutter oder auch einfach mit Frühlingszwiebeln. So, das ist meine erste Portion mit meinen Kichererbsennudeln. Die sind auch nicht so stark gequollen wie die anderen, sieht man so ein bisschen. Einmal sollten sie aufkochen. So. Die lassen sie auch wunderbar aufwärmen. Speziell die Kichererbsennudeln fanden wir am nächsten Tag ja besser. Da ist die Oberfläche dann fester, das quillt nach. Und hier bei den letzten merkt man schon, na, die werden so ein bisschen weicher. Jetzt sind meine Kichererbsennudeln fertig. Die fülle ich jetzt um. Jetzt bin ich sehr gespannt auf die Brennnesselnudeln. Die mache ich nämlich zum ersten Mal. So. Also da sind jetzt, ich zeige es vielleicht noch mal, so viel Brennnesseln drin, roh püriert mit Wasser und Blitzhacker. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie die Farbe rauskommt. Der Teig hat sich toll verarbeiten lassen. Das sieht echt toll aus hier. Ich glaube, die sind sehr gut gelungen. Jetzt warte ich noch, dass es aufkocht. 30 Sekunden kochen und dann kann ich es schon in die Pfanne geben. Sieht toll aus, finde ich. Sicher gelingt es auch mit Spinat. Kann man sicher auch mit Tiefkühlspinat machen. Würde ich auch dann entsprechend 50 Gramm nehmen auf die Menge. Und es ist definitiv auch ein bisschen mehr, das seht ihr schon. Und da merkt man die Brennnesseln schon, weil ich finde, die Brennnesseln fallen nicht so stark zusammen wie Spinat. Die haben noch mehr Struktur und Ballaststoffe. So, das sind jetzt die Brennnesselscherennudeln. Kommen jetzt mal in diese Schale. Und zum Schluss koche ich jetzt die roten Beetnudeln, weil, das weiß ich schon, die habe ich schon mal gemacht. Die färben das Wasser knallrot. Deswegen habe ich die jetzt bis zum Schluss übrig gelassen. So.
Also, das sieht jetzt nach viel Arbeit aus, aber ihr wisst, es reicht eine Sorte zum Mittagessen. So, das sind die Rotbeete-Scheren-Nudeln und ihr seht, ein super einfaches Rezept, was man auf vielerlei Weise zubereiten kann, was im Nu gemacht wird und was einfach sensationell aussieht. Hier sind jetzt meine Scherennudeln. Das ist der Klassiker. Hier sind 50 Gramm Brennnesseln drin. Hier ist die Hälfte mit Kichererbsenmehl. Man sieht, die sind so ein bisschen gröber. Und hier habe ich statt Wasser rote Beete-Saft genommen. Ja, macht's mal nach. Es ist super einfach. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr wisst, Abo und bis zum nächsten Mal. Tschüss.